Na ja, komm, wir beanspruchen noch die Freiheitsstatue. Wir haben gerade so viele Punkte. McLovin, vielen Dank übrigens für den Follow. Vielen Dank, dass du dabei bist. Und guten Abend, Felix Aldi, grüß dich. Ist die Trial-Kampagne Balance für Multiplayer? Wäre interessant, dich gegen Merb zu sehen. Merb und ich spielen übrigens schon gegeneinander. Ich glaube, am Dienstag kannst du uns wieder im Against sehen. Oder was heißt? Nee, warte mal, Moment, stopp, das spielen wir together. Da spielt er Paris und ich spiele Hector. Aber Troy ist generell halt so krass schwer, auf sehr schwer auf jeden Fall. Also wirklich balanced ist da nix, ne? Das muss man ganz klar sagen. Stimmt, da hätte ich eigentlich diesen Kolonisten auch noch hinschicken können, ne? Ah ja. Alter, mach es halt, komm, wenn du unbedingt willst, dann mach's halt so. Why would I accept this? Ja, lehn das mal noch ab, bitte. Alter, das ist so dumm, sorry. Stelle den Musketenschützen so hin, dass sie auf gar keinen Fall irgendwie da eingreifen können. Oh Mann, ey. Ja, aber genau, Felix, also weil du fragst noch, also ich, ne, der, also der Multi, ich finde es jetzt erstmal gut, dass das Spiel einen Multiplayer überhaupt hat, der auch funktioniert und auf Steam funktioniert auch tatsächlich bisher ganz gut. Also wir hatten noch keine Crashes bisher. Wobei wir, glaube ich, nur 30, 40 Runden gespielt haben oder so, das kommt ja immer nochmal so drauf an, ne? Muss man also immer so ein bisschen beachten bei der Sache. Mach das mal bitte weg. So, also, nächster Versuch. Hops. Ja. Angriff. So, keiner. Ja, Mann, hör nicht nach.
die dahin, den dahin. Ja, okay. Aha, Entsendung beenden. So, bist du den? So, welche Einheit ist da jetzt gerade dran? Also, welche Einheit habe ich da jetzt gerade ausgewählt? Einen Mörser. So, die schicke ich hier hoch. Dann darf die nächste Runde schießen. So, welche Einheit habe ich jetzt gerade gewählt? Musketenschützen. Ah, die können einfach nirgendwo hingehen. Okay, Okay, gut, jetzt kann er dann doch irgendwie schießen. Alter. Es ist einfach. Nee, Heimi, ich finde, diese Schlachten sind manchmal einfach so. Woran hängt das jetzt ab, dass du da jetzt keine Einheit hinstellen kannst und so? Das ist für mich einfach noch nicht so ganz ersichtlich. Das finde ich mega anstrengend. Also, du kämpfst ja dann hier. Gut, ich meine, sagen wir mal so, ne, hier ist ja klar, ne, wo willst du hier die Einheiten großartig hinstellen, ne? Du kannst halt sagen, hier hast du das Feld und das Feld und so, ne? Und dann kannst du da aber auch einfach nicht so viel machen, aber du hast ja den Mörser, dann kannst du auch hier angreifen. Aber hier das zum Beispiel verstehe ich nicht. Warum kann ich keine Einheit hier hinstellen? Warum nicht hierhin? Warum nicht hierhin? Warum nicht hierhin? Ich kann nur hierhin eine Einheit stellen. Warum? Warum ist das so, ne? Und das ist das, was ich hier tatsächlich in diesem Spiel recht nervig finde, so. Das finde ich auch echt extrem nervig. Dann hat er noch Einheiten da oben stehen, die irgendwie unsichtbar waren. Finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen komisch. Oh gut, okay. Naja, wir machen das jetzt dann peu à peu. Wir lassen uns dann Zeit und irgendwann kriegen wir das noch. Nein, ablehnen, hau ab, halt die Klappe. Stay together. Wo kann ich die Freiheitsstatue denn hinstellen? Warte mal, aber du baust das Ding auch safe nicht. Warte, warum soll der denn überhaupt eine Freiheitsstatue bauen? Totaler Kokolores. Okay, bauen wir hier noch so ein Teil?
Das Ding macht genug Nahrung eigentlich. Aber wir könnten vielleicht noch ein bisschen Produktion gebrauchen. Plus 2 Nahrung pro Fluss. Ah ja, machen wir einfach, komm. Was war jetzt so? Ah ja, genau das Ding hier. Ja. Schickst du eigentlich was vor? Nee, ne? Was bringt mir das was, wenn ich das Ding hier hinbaue? Ja, ne? Komm, mach mal. Ihr wurdet geplündert. Vielen Dank. Religiöse Konversion hat begonnen, alles klar. Neue Groll verfügbar, zeig. You have my... Wir fordern. Öffnen. Rückzug. Ja, lass die mal da. So, bau die Freiheitsstatue. Finde was Schönes. Hier. Ja, bau sie mal dahin. Hoffentlich entdecken wir da nachher kein Öl drunter, dann müssen wir sie abreißen. Hi Skunkrabble, grüß dich. Ja, genau, Betze. Also das wäre sicherlich besser, dann einfach die Einheiten weiter hinten hinzustellen, ne? Muss mir jetzt aber nur mal gerade sagen, bevor ich jetzt hier irgendwas falsch verstehe. Ja, bau das Ding her, ja. Hilf bloß mit beim Bau der Freiheitsstatue. Ja. Helft alle mit. Ist der Epochenstern freigeschaltet? Cool. You have our greetings. Okay. Field weapons forward. Lauf.
Was wollen wir mit dem Siedler dann? Okay, hier sind wir ja, wir sind ja hier geplündert worden, ne? Wir sollten also noch irgendwas haben, uns hier besser wehren zu können. Okay, pass auf, ja genau, wollen wir hier noch ein Produktionsdingling hin? Wann gibt's denn eigentlich das nächste Mal Magie, die Zusammenkunft? Ja, gute Frage. Also, ich habe die letzten Mal ein paar Mal gespielt, so... ja, müssen wir mal gucken. Weiß ich jetzt gerade noch nicht so spontan. Ja, es ist halt klar, ne? Da kommen halt so Barbaren hin und raiden dein Ding, nur damit die nächste Fraktion dahin gehen kann und das Ding für sich claimen kann, oder was? Okay, und wo wollen die jetzt... Wo sind die jetzt dann? Ja, gucken wir gleich mal. Ein bisschen albern. May we enjoy a constructive relationship? For doing that, you owe me territory. We will yield. Ich fordere sowieso alles von dir. Vergiss es also. Come on!
Gut. Ein Klassenzimmer für alle. Schade, dass es immer nur so kleinere, temporäre Sachen sind, ne? Wenn der Nationalismus erforscht, wir haben einen Epochenstern freigeschaltet. Mal wieder. Ja, dann sollten wir jetzt mal überlegen, ob wir dann die nächste Kultur nehmen, ne? Australier, Brasilianer, Chinesen. Ägypter, wieder zurückgehen sozusagen, Inder, Japaner, Schweden, Türken, US-Amerikaner, Sowjets halt auf jeden Fall, ne? Russen sind wir momentan, dann müssen wir Sowjets werden, ne? Wir bleiben beim dritten Rom. Rote Flut, minus 20 auf die Industriekosten und plus 3 Kampfkraft für Einheiten, Waffenfabrik. Erzeugt Verschmutzungen, gibt mehr Stabilität. Sehr schön. Cool sieht aus, unser Barbo. Rückzug. Ich glaube, ich kann die Einheiten ja auflösen. Die bringen hier ja nichts mehr, ne? Ist also ein bisschen dramatisch, diese grafische Darstellung, ne? Hier in dem Spiel ist so einiges bei diesem Kampfsystem verwirrend, wie ich finde. Neuer Groll verfügbar. Ja, weiß aber nicht, ob ich das gegen die Mongolen tatsächlich durchsetzen will. Für 1300 angliedern, ja, why not? Klar. Das Ding hier gliedern wir auch an, genauso wie das hier. Und hier müssen wir noch einen Moment warten, bis wir das angliedern können. How do you do? Whoever. Verzichten bitte. Will es jetzt auch nicht übertreiben, ne? Ja, alles gut. Okay. Okay, wir haben eine Einheit Varägergarde verloren. Was jetzt erstmal nicht so schlimm ist, ne? Bring es dann bitte hier hin.
sag mal. Das ist einfach so dumm, ne? Ich kann doch nicht mal meine Einheiten alle aufstellen. Sag mal, was verstehst du denn unter Sichtweite? Oder Sichtlinie? Was verstehst du unter Sichtlinie? Also ich kann nicht über diesen... Ich kann nicht hier drüber gucken, oder was? Es ist manchmal ein bisschen verwirrend. Also ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass ich von hier darüber schießen kann, aber offenbar geht das nicht. Ich weiß nicht. Liegt es daran, dass die Hexfelder dann direkt angreifen? Kann auch nicht sein, ne? Dass es immer eine gerade Linie sein muss. Also wisst ihr, was ich meine? Also dass du von hier, du kannst nicht so diagonal durch die Hexfelder schießen, sondern immer nur so, wie diese Öffnung. Nee, aber diese Öffnung ist ja so und so. Genau, so könntest du dann nicht schießen. Auch wenn das ja de facto direkt gegenüber ist, ne? Also das muss es ja irgendwie sein, oder? Was wir für eine Spezialeinheit haben, die müssen wir gleich mal in der Forschung nachgucken. Ob wir einen T-34 haben, weiß ich nicht. Wir haben diese Epoche noch nicht erreicht. Wir haben so ein paar Epochensterne, ne? The world is full of new opportunities, is it not? Hear my proposal. Ja, machen wir es, okay. A most intriguing offer. So, wo wollt man mit dem hin? Warte mal, lauf mal hierhin zurück und dann lösen wir den da auf. Oder warte, löst den hier auf. Ja, ja, ich will die Einheit wirklich auflösen.
Ah ja, sie haben jetzt Castor gegeben. Okay. Das ist so räudig. Ey, das ist einfach so unfassbar räudig. Ne? Man muss es wirklich sagen. Okay. Die Einheit hier. Läuft mal hier hin zurück. Machst mal das Autokundschaften. Machst mal aus. So, dann gucken wir mal, ne? Wo sind denn unsere Spezialeinheiten? Weiß ich nicht, es müsste eigentlich irgendwo hervorgehoben sein, ne? Tja, dann nehmen wir die Kursaken jetzt mit, ne? Schließen wir das Ding mal hier. The human mind. Creative, imaginative. And ingenious at turning every single human invention to its most violent end. We pray or hope, looking forward to a future which, with luck, will be counted in millennia, not in months. Production and expansion. A very good choice to complete the arc of humankind, as long as you like the color red. Ihr erinnert euch an den Tag, als die Sowjetunion die Freiheitsstatue gebaut hat, ne? Direkt in der Nähe, in Sichtweite des Leuchtturms von Alexandria. Ach, das ist so schön. Ja, Liebknecht, ein bisschen was, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Wir haben aber Krieg mit den ehemaligen Griechen auf jeden Fall wieder. Ja, und danke nochmal für die Erklärung. Mats, darf kein Wald dazwischen sein. Okay, also ergibt insofern Sinn, aber meine Einheiten standen halt auf so einem bewaldeten Feld. Deswegen kam mir das jetzt nicht so vor, aber ergibt Sinn, wie du das sagst, ja. Also ich glaube, diese... Das da können wir aber noch claimen, ne? Drei 23, das ist so krass, ne? Ja gut, dann claim das Ding jetzt hier noch. Du solltest es eigentlich machen. Okay, danke. Forderung der Mongolen. Gebt...
Dings. I bid you greetings in the name of my proud people. Also dieses UI manchmal gefällt mir nicht ganz so gut, weil das immer so komisch überlagert, ne? So, das da war das Ding mit dem Rebellisch wahrscheinlich, ne? So, was war jetzt hier? Produktion hier ist ja eigentlich ganz gut, ne? Stabi ist noch da. Was haben wir hier? Ein Naturschutzgebiet. Weiß ich nicht. Hol mir mal den Wal. Und danach? Ja, mach mal bitte so einen Wachturm. Rom hilft mit bei der Freiheitsstatue. Auf jeden Fall. Ja, wir gehen noch hier ein bisschen auf Industrie. Und dann bauen wir mal diese Steinmauern hier. So, jetzt kommen noch die Gefechte hier, ne? Okay. Aluminium gibt's hier, wow.